Wir sind hier für die Premiere von Helgoland 513, der New Future-Serie von Ufa Fiction für Sky Deutschland. Und es ist ein Gedankenexperiment, in dem 513 Personen in einer Soziokratie auf Helgoland leben. Helgoland ist ja bekanntlicherweise die einzige Hochseeinsel in Deutschland und es war uns wichtig, einen Ort zu erzählen, den man gut abschotten kann. Da, wo man sich wirklich vorstellen kann, dass Menschen in Extremsituationen dorthin fliehen und sich abschotten. Es ist eine Welt, die wir nicht kennen, mit kleinen Ingredienzien, die auch mit unserer Gesellschaft zu tun haben. Dadurch ist es eine sehr spannende Serie, wie ich finde. Ich finde diese Menschen, die dort vorkommen, alle auf ihre Weise sehr liebenswert. Und dann gibt es wiederum Dinge, die völlig unvorhersehbar sind und auch teilweise brutal sind. Also es ist eine ganz eigene Welt, ein eigener Kosmos. Das Genre ist, dass es einem bitter in die Magengrube schlägt an vielen Stellen und man eine Minute später wahnsinnig lachen muss. Das ist das Genre. Alles dazwischen. Also es war eine totale Strecke. Ich fand es schön, dann auf die Inseln zu kommen mit allen anderen, weil man natürlich dann die ganze Außenwelt, wie die Leute dort leben, wirklich mitbekommt. So. Aber meine Welt und die Welt meiner Figur war doch eigentlich auch so ein bisschen diese Bunkerwelt. Helgoland 513 am 15.03. bei Sky.